Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, Seven Days to Die. Wir sind jetzt in diese Stadt gelaufen, haben jetzt schon 3 Stunden gebraucht für diese Strecke und werden wahrscheinlich übernachten müssen. Ja, wir suchen immer noch eine Bücherei, denn wir wollen das Taschenmotorrad haben. Und ich sehe da hinten in der Ferne ein Gebäude, das könnte die große Buchhandlung sein. Ja, und in dem Gebäude sind gerade 2 Regale übereinander hier. Ja, dann gucken wir da erst rein. Aber wir kriegen unten Besuch, scheiße. Okay. Ich geh runter, wuhu. Ach ja, sonst kannst du ja schon mal reingehen. Ich würde hier so ein bisschen Autos auseinandernehmen, weil wir brauchen Mechanical Parts. Ganz dringend, damit ich dir einen tollen Helm basteln kann. Ja, okay, ich gehe ja nur. Ich guck nicht das komplette Haus, ich will nur zu diesen beiden Regalen. Jojo. Und dann komme ich wieder raus. Okay, da kommt mir schon wer entgegen. Oh. Oh, die verweste Mutter hat mir 26 Schuss für den 9mm Pistole mitgegeben. Sehr nett. Ich glaube, es muss hier hinter gewesen sein. Jupp, war richtig. Ja, hat sich nicht gelohnt. Kann man von hier runterspringen? Ich glaube ja. Gut, lebe noch. Okay, können weiter. Sehr schön. Gut, dann gehen wir erstmal zu dem verdächtigen Gebäude, von dem ich hoffe, dass es das ist, was ich denke, dass es ist. Ja, hoffe ich auch mal. Oh, ein Kino oder ein Theater rechts. Ah, die waren auch nicht so geil, die Theatersachen. Nee. Rechts haben wir wieder eine Schule. Ah, da waren ja auch nicht so viele Schränke drin. Oh, aber hier ist noch eine Daycare. Die haben auch immer relativ viele Bücher. Was hast du, einen Kindergarten oder was? Genau. Hm. Na, schon alle? Ich glaube ja. Kann sein, dass im Klo natürlich noch welche sind. Ja, das sehen wir dann gleich, wenn sie klopfen. Ja, ich habe einen Verbandskasten gelernt. Uhu. Juhu. Auf dem Klo. Hallo? Ja. Ist ja so ein Sack hier. Steht im Schatten. So ein Sack. Ein pädophiler Banker. Der hat sich auf dem Klo versteckt. Oh, vielleicht hat er auch einfach nur sein Kind hierher gebracht. Auf dem Klo. Ja, vielleicht muss er pinkeln, bevor er zum Meeting muss. Nein, es war ein pädophiler Banker Kinderschutz. Der jetzt doppelt tot ist. Ey, auf dem Klo haben die Bücher. Ich weiß. Hast du hier Alteisenrüstung schon mal gelernt? Kann sein, aber du bist doch unser Rüstungsmensch. Ja, kannst du ja trotzdem lernen. Also. Ja,
Lass mal mit. Oh. Noch so ein Pädophiler auf dem Klo. Vielleicht war das auch nur ein Erzieher. Ja, das kann auch sein. Der sich auf dem Klo versteckt hat. Er hatte Angst vor den ganzen Zombie-Kindern. Ich hätte auch Angst vor Zombie-Kindern. Also hier war schon so... Habe ich ein bisschen was gefunden. Zwar nicht das, was wir brauchen, aber... Na gut. War schon nicht schlecht. Ich glaube aber, ich sehe, das ist wirklich das Gebäude. Boah, einen Schraubenschlüssel habe ich sogar gefunden. Habe ich auch. Gut. Oder halbwegs guten. Ich glaube, das ist das. Wenn wir Autos auseinandernehmen wollen, da hinten war ein Schrottplatz, also so ein Autowerkstatt-Dingsbums. Ja. Was hast du denn gesehen? Das Gebäude. Ich glaube, es ist wirklich das Gebäude. Das Gebäude, was wir suchen. Ich glaube. Und dann müsste es ja noch drin dieses Taschenmotorrad sein. Das wäre ja der Hammer. Oh, das wäre toll. Oh, ich freue mich aufs neue Update, ey. Oh, ich mich auch. Wenn es da fertige Fahrzeuge gibt. Ich glaube nicht, dass man die bauen muss, aber... Das wäre so schön. Ja, prinzipiell so ein bisschen was Neues. Angeln wäre auch toll. Und Zombies, die nicht unter Wasser gehen können. Dass sie vielleicht oben so schwimmen oder treiben. Das würde ich toll finden. Ich bereite schon mal ein paar... Pfeile Dings. Vor. Nee. Ja, Pfeile könnte ich auch vorbereiten. Ich meinte gerade eigentlich eher Holzrahmen. Ach so. Weil wir müssen da doch klettern. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz ich habe. War es ein Zombie oder ist das eine Schlange? Schlange! Ah, Schlange, du Fotze! Tot! Ah, hat mich natürlich erwischt. Drecksvieh. Ich überlege noch, ob ich diesen Baum da fälle. Mach doch. Weil ich habe nicht mehr so viel Holz. Mach doch, dann nehme ich in der Zeit noch ein Auto auseinander. Okay. Und ja, es ist wirklich Crack-a-Book. Juhu! Weil falls wir noch mehr Frames brauchen, will ich ein bisschen Holz haben. Ja, ist doch okay. Bevor wir reingehen, sollten wir noch gucken, ob wir irgendwas zusammenpacken können, weil ich bin schon ganz gut gefüllt durch das Auto auseinandernehmen jetzt. Ja, machst du auch sowas? Ja, wir brauchen das Zeug. Ja, wo bist du denn? Ja, wo bist ja, du ich denn? Ich stehe hier. Ja, warte, ich tausche mal mit der Leiche hier. Also viel Fleisch, Knochen, Fett kannst du mir auf jeden Fall geben, Leder auch. Habe ich. Und Fell. Ist drin und ein Bauplan für dich. So, dann wollen wir mal. Ach, Tür ist auch schon offen. Die ist immer offen. Ich würde sagen, wir gehen gleich nach oben und halten uns hier unten gar nicht ewig lange auf. Hier unten war auch nicht viel, ne? Nee. Bloß, dass die Zombies von oben runterfallen. Nee, es war ein anderes Gebäude, glaube ich. Ach, warte. Ah, müssen wir uns den Weg nach oben aufklappen? Achso. Ist schon weiter. Ich muss mal eine Fackel holen, das ist ja... Hinter dir ist ein Zombie oder vor dir. Falsche Richtung.
Ah! Lass meinen Heinrich in Ruhe! Nächste Etage. Und die Büroräume lassen wir gleich mal links liegen. Da hat man ja Pistolen gefunden. Aber erstmal das Wichtigste, die Bücher. Noch höher, oder? Nee, hier geht's schon los. Wollen wir gleich weitergehen und erstmal die Etage säubern? Erstmal Etage säubern, ja. Ich treffe einfach nicht. Ist nicht schlimm, dafür treffe ich ja. Hauptsache die Viecher sind tot. Ganz schön dunkel hier drin. Geht's ja noch höher. Hier oben in der Ecke ist ein Safe. Ja, komm, lass schon looten. Ja. Lass schon looten. Fangen wir erstmal mit den Bücherregalen an und dann. Wenn ich wieder aus diesem Raum rausgehe, dann komme ich, finde ich ihn wahrscheinlich nicht hier wieder her. Also. Hast du die Armbrust? Ah, wir sammeln erstmal. Das Ding ist, ich habe nicht wirklich Platz. Nur ein bisschen kann ich, also. Ich habe sogar ein Lenkrad schon gefunden, dank deines Zombies. Ich habe unterschätzt, wie lange es dauert, ein Safe aufzuklappen. Tja, so ist das.
Sich nicht sonderlich gelohnt. Also durch die Bücherregale bin ich soweit durch. Hier ist noch eine Arm... Also ich habe noch eine Armbrust, aber... Ich habe die schon gelesen. Ich weiß nicht, ob du die schon hast. Weiß ich auch nicht. Pack sie mir mal irgendwo hin. Ja, am besten in die Kiste, die du gerade aufgemacht hast. Ja, mach mal. Erdbohrer! Na ja, gut, die Armbrust kannte ich schon. Aber ich habe noch den Compound-Bogen gelernt. Das ist doch cool. Wenn man die Teile dafür hat. Ja. Sehr viel Kleinscheiße hier wieder. Ja. Kettensäge. Oh, Kettensäge. Ich liebe sie. Die Leute, die ja auch The Forest gucken, wissen ja, wie ich auf Kettensägen stehe. Bloß bei The Forest war das Problem im Nahkampf gegen andere Viecher, weil die Kettensäge scheiße. Weißt du noch, wie das hier war in dem Spiel? Mit der Kettensäge? Ich habe das nie mit der Kettensäge gemacht, du hast das. Auf jeden Fall hast du sie genommen und hast fröhlich Zombies geschnetzelt. Ah, gut. Und warst dann... Stimmt, das war das eine Mal, da hatten wir am Anfang, ziemlich früh im Spiel, die Kettensäge gefunden. Ja. Und das Problem war aber, kann ich das ja nicht... Upsala. Die hatte kaum, Haltbarkeit. Richtig, und war sehr schnell kaputt, aber... Den Moment, den ich hatte, war echt lustig. Soll ich mal ein bisschen Licht nebenbei, damit ihr auch was seht. Ich habe ja keine Bergbaulampe. Aber schon Pinsel zu Hause. Pinsel, keine Ahnung, aber mit Pinsel kann man sich leicht selber machen. Dann. Tschüss, Pinsel. Ich muss noch meine Wie viel Frames mitnehmen. Von diesen Gartenhacken brauchen wir? Eigentlich nicht viele, oder? Eigentlich nur eine und die können wir uns dann auch selber machen. Ich habe schon eine mit Wertigkeit 268 und eine mit 154. Zerleg die. Na gut, dann zerleg. Brauchen wir noch eine Feuerwerks im 80er Bereich? Nein, können wir selber besser machen. Dann zerlege ich die auch. Gibt ganz viel Eisen. Hier hast du schon alles zerhackt. Zerhackt, stückelt. Ich hätte mal schwören können, hier war geilerer Scheiß drin, oder? Bauplan Jagdgewehr. Ich nimm's mal mit für dich. Okay. Ich kann dir aber gleich mal den Bauplan für die Kettensäge geben. Oh ja, das wäre schön. Kettensäge kann man immer gebrauchen.
Ich habe jetzt mal die Herausforderung Frauenheld angenommen. Jetzt schon? Ich brauchte Plan. Weil die verlaufen doch noch nach Zeit, oder? Ja, wenn ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Brauchst du noch ein Buch Pistole? Keine Ahnung. Ja, hier in dieser Kiste hinter dir ist. Das sind zwei Baupläne. Kiste, die auf dem Tisch ist. Hat der da die Kettensäge auch reingelegt? Okay. Achso, Eisenbeinschienen habe ich hier noch. Ah, Kettensäge kannte ich schon. Und Eisenbeinschienen auch. Das ist hier dunkel. Es wird langsam frustriert. Ja, das, was man braucht, findet man ja nicht, ne? Nee, voll ätzend. Ich will doch nur einen Töff-Töff. Hier in der Schachtel ist ein Eisenbrustpanzer. Ich weiß nicht, ob du den gebrauchen kannst. Ja, kannte ich noch nicht. Was sind wir jetzt hier durch in dem Raum, ne? Und da kamen wir ja. Ja, warte mal, bei diesem Büro-Dings, da kann man noch unten runter so ein bisschen. Genau, hier ist auch noch was. Und hier am Ende des Raums ist auch noch so ein. Oder hast du gerade den Dings abgebaut? Hier ist eine den... Tür, hier ist eine Tür. Ach, das sind. Ah, okay. Hätten wir sparen können. Aber da hinter dem Kühlschrank ist noch eine Tür. Da unten? Nein, hinter dem Kühlschrank, an dem du gerade vorbeigerannt bist. Ja, genau hinter dem. Hinter dem Kühlschrank? Ja, hinter dem Kühlschrank. Erstmal war noch eine Kartoffel drin. Bestimmt nichts Tolles drin sein. Toll, mit dem Kopf ist in dem Schrank, da kann ich sie nicht töten. Ich habe hier noch eine Kiste mit Eisenhandschuhen. Ja, im Klo war wie erwartet. Hier ist noch ein gut gefüllter Waffenschrank, ich kann aber nichts mehr nehmen. Oh, Schrotflinte, eine fertige. Und in einer der Kisten rechts von mir war auch noch was, hier so Handschuh-Dinger. Oh ja, mehrere.
Und hier ist noch ein Jagdgewehrlauf drin. Habe ich aber alle. Das ist auch gar nicht schlecht, das Jagdgewehrlauf-Ding. Ich esse mal was. Oh, hier haben wir auch noch nicht durchgelootet. Juhu. Hast du was gefunden? Ja, den einen Raum, den ersten, den haben wir noch nicht angeschaut. Ah, fantastisch. Dann machst du oben, ich mach unten. Es gibt noch Hoffnung, was zu essen zu finden. Scheiße. Was zu essen? Habe ich viel. Kann ich dir geben. Nee, wir werden nichts verkommen lassen, ne? Das ist... Steinaxt, tschüss. Nee, ich habe relativ viel Essenszeug gefunden. Aber ich will ein Buch. Ein rotes Buch. Ja, ich weiß, dass du ein Buch suchst. Je veux mon livre. Ich nix verstehen, deine Sprache. Ich glaube, wir werden hier übernachten müssen. Jupp. Es ist mir schon fast 17 Uhr. Jupp. Oh, eine Schüssel. Wow, ein Benzinfass. Kein Platz dafür. Oh, noch Mechanical Parts? Ja, habe ich. Kann ich nehmen. Hier in der einen Kiste. Der hinteren. Hinteren. Ein bisschen verstecktes. Rechts nach oben. Hast du genommen? Was habe ich genommen? Ja, ja, habe ich. Okay. Weil du auf einmal vor mir warst. Nein. Oh, Fettsack. Zwei Fettsäcke. Achtung, links. Voll in die Fresse. So, checken wir hier erstmal wieder. Ja, gehen wir mal durch. Na, hier in der Druckerei war, glaube ich, immer recht viel los. Ah ne, da ist erst noch die Tür zu. Okay, da ist die Tür noch zu. Wir können erstmal hier drin ein bisschen blicken. Gehe ich mal in den Nebenraum. Ich gehe noch hier. Wir haben noch nicht aufgegeben. Wir sind noch nicht durch. Nee, nee. Das Buch der Bücher muss noch zu finden sein. Hast du noch Platz für 9mm Patronen? Yep. Gut, dann kann ich dir welche geben. Ich pack die hier in die Waschmaschine. Brauchst du noch eine Schrotflinte zum Lernen? Nö. Ja. Brauchst du eh nicht, wenn ich die Waffe mache, aber nee, egal. Richtig. Boah, Alter, 117 Nägel.
Nicht schlecht. Erdbohrer hatte ich dir vorhin gegeben. Ja. Hätte doch mal eine der Äxte behalten sollen, denn meine ist gleich kaputt. Also, ich kann dir ein geschmiedetes Eisen abgeben. Ja, schmeiß mal raus. Vielleicht reicht das ja. Habe ich hier in die Waschmaschine. Siehste, hat gereicht, danke. Richtig dunkel hier. Ah! Rexvieh, geh weg. Mir den Kill geklaut. Ich mach erstmal da die Tür zu, dass wir hier nicht überrascht werden. Na gut, dann können wir ja hier. Oh. Jagdmesser habe ich schon gelesen. Kettensäge. Die wiederholen sich hier so häufig, ne? Ein gespickter Knüppel. Den nehme ich doch mit. Den hätte ich auch mitgenommen. Vor allem, weil der besser ist als der, den ich habe. Vollstrecker-Magazin. Das habe ich auch schon gelesen. Ja, hier hinten sind nur noch so ein paar Kleidungsstücke, die man leeren kann, aber ich glaube, die hast du auch schon tausendmal gefunden. Ja. Sonst hast du ja alles durchsucht. Ja. Küche hast du auch schon durchsucht? Nein, da bin ich nur durchgelaufen, weil ich so hier kontrollieren wollte. Ja. Ist gleich zu den Büchern. Ah, hier ist er zu. Erste Hilfekasten. Sprengbolzen. Mist, das ist das Jagdmesser. Ich habe mich schon gefreut, weil ich rot gesehen habe.
In der Toilette sind noch Patronen. Okay. Und eine Pistole. Meine Fackeln wieder haben, ihr Scheißwichser. Nicht durch. Auch nett, dieses Klo hier. Beleuchtet? Stachelig. Ja. Ein Stachelklo, ist das eine Falle? Interessantes drin? Nee, war nur Wasser. Mein Bein ist verstaucht. Ich hab was für dich, dann hab ich gleich einen Slot frei. Ich spring dir jetzt nicht hinterher, du. Kannst du mir das irgendwie runter? Warte. Geht das so? Schon 20 Uhr, also langsam sollten wir mal uns irgendwie verbarrikadieren. Ja, wir können ja uns irgendwie da auf einen der Regale draufsetzen. Ging's hier nicht noch irgendwo weiter? Ah, wir kamen ja, wir hier können rein theoretisch noch aufs Dach gehen. Muss erstmal zu dir finden. Nee, hier ist das. Ich suche nur gerade den Dings. Treppenhaus. Hier ist Treppenhaus. Dann gehe ich aufs Dach und guck schon mal nach, dass da keine Zombies sind. Okay. Ah, hier waren ja auch noch Bücher und da sind auch Zombies. Ja, hier oben fühle ich mich dann sicher. Safe kann man in Ruhe aufkloppen. Geld, aber ich hab nix. Kein Slot. Ah, ich sehe, glaube ich, hier ist so ein Bunkertunnel. Das können wir uns später mal angucken. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Töten, töten, töten. Kommt man hier hoch? Nee. Okay. Hier sind doch Nägel in dem Müll. Ja, Nägel habe ich ja schon fast 200. Zack. So, dann verbringen wir also hier unsere Nacht. Ja. Würde ich so sagen. Okay. Weil in den unteren Etagen, da waren wir nicht komplett sauber durch, nicht? Die Befürchtung, dass wir... Hier ist noch einer. Weißt du, die sind dann halt ein bisschen flotter unterwegs, ne? Naja, ich brauch das nicht unbedingt. Ich lauf hier nochmal rum, nicht, dass hier doch noch irgendwo einer liegt. Ich hab das eigentlich gereinigt. Alter, ist echt eine große Stadt, wenn ich hier übergucke. Rechts Einfamilienhäuser, zwei, drei große, richtig große Gebäude. Da ist ja bestimmt noch eine Bücherei. Da hinten sieht irgendwas wie ein Rathaus aus. Könnte doch eine große Kirche sein. Da ist auch eine Kirche, Gefängnis. Da hinten nach Südosten scheint auch noch mal eine größere Stadt zu sein.
Oder so ein bisschen größere Gebäude zumindest. Ja, hier sind so Kisten mit Plastik, aber ich habe kein Plastik bisher mitgenommen. Ah, ich habe ganz viel Plastik schon. Man können wir ja gebrauchen. Hier sind noch mehr Nägel. In den Müll, ja. Ja. Aber Bücher sind hier oben nicht. Nee. Ah, Pistols. Ich dachte gerade, ey. Ich dachte gerade, das wäre das Buch der Bücher. Aber das ist es nicht. Verdammt. So, ne, Kacke. Biberkacke. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja. Safe und so haben wir noch. Gut, da der Heinrich mal eh aufs Klöchen müsste, würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break. Heinrich, was mal trinken. Ja, aber in real life, ne? Also, in echt. Dann machen wir hier einen Break und mal gucken, was wir am nächsten Tag machen. Wollen wir nochmal weiter in die Stadt rein? Können wir. Also hier sind wir ja jetzt erstmal durch. Die Sonne geht unter, die Zombies sind im Vorteil. Und wir verabschieden uns jetzt von hier mit diesem schönen Sonnenuntergang. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken, kommentieren und auch Abos sind gern gesehen. Ansonsten schöne Grüße an Schnitzelmann und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.